Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt kommen in Hardspace Shipbreaker. Ja, jetzt kommt was ganz Besonderes. Ich bekomme ein Spezialtraining. Ja, ich weiß nicht, um was es sich handelt, wirklich. Irgendein Training. Ja, was weiß ich, lassen wir uns überraschen. Schätzungsweise bekomme ich jetzt vielleicht die Gelegenheit, einen besseren Bergbau-Laser, also einen besseren Laser zu haben, und kann dann endlich dieses Nano-Carbon-Zeug durchtrennen. Das wäre wunderschön. So, denn, ja, ist noch ein bisschen was vom Schiff da, den kleinen Krümmelkram, den gehe ich jetzt nicht extra suchen, ne? Im Prinzip habe ich alles, was wichtig ist, abgetrennt, also verwertet. Ihr seht, die drei konnte ich leider nicht mehr, nein, es war nicht mehr zu retten. Das lag an den Triebwerken. Das eine ist noch ganz respektabel, einfach ein bisschen hochgegangen, und ich habe keine extra Kosten gekriegt. Die anderen zwei haben es leider nicht so gemacht wie das erste. Tja, c'est la vie. Daher, ab ins Training. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Warten wir einfach mal ab. Ich finde diese Tatze, die da, gut, Lynx bedeutet ja eigentlich Lux, ne? Und ich finde das mit der Taste, Tatze da, ich finde das ganz geil. Ein geiles Symbol. So. Alright, Cutter. Time to extract your first class 2 reactor. This one's not quite as simple as just pull it and barge it, right? Pretty straightforward. Oh, God. Well, I'm sure head office would rather the reactor was in one piece. Pulling this beast without proper prep is a sure way to print yourself a receipt for a new spare. Sure, sure, prep. But you're on the clock, don't forget. As I was saying, like any reactor, it'll start melting down as soon as it's disconnected from its housing. And these class 2s will melt down mighty quick unless you do two things first. First, release the connection to the thrusters. And second, remove the coolant from the ship's environmental control unit, or ECU. Or just cut a hole, pull it, and barge it. Just make sure you clear an extraction route before doing anything, Cutter. As soon as you release the thrusters and mess with the ECU coolant, the reactor will enter a controlled meltdown. Oh, and if you're having trouble finding everything, try using the systems mode of your scanner. Okay, Leute, das ist... Oh mein Gott. Okay, wir müssen Klasse 2 Reaktor safen. Wir müssen, okay, optional das Kühlmittel ablassen und löse die Schubdüsen. Problem, ihr seht ja schon dieses schöne besondere Zeichen. Radioaktiv. Oh mein Gott, wie das innen drin aussieht, ne? Sehr hübsch. Ja. Na gut, dann machen wir erstmal das Einfache. Machen wir es erstmal einfach, ne? Erstmal alles, was außen ist, erstmal versuchen, grob abzumachen. Das ist das Beste, was man nur machen kann. Salvage secured. Credits deposited. Jo. Wie ist das befestigt? Wir müssen die Befestigung der Gondeln gucken. Ah, okay, ich sehe schon. Geht doch nicht. Nein, das ist nicht zum Durchschneiden. Hä? Was das denn? Oh, ich kann es einfach so lösen. Ich kenne das mit den Gondeln hier eigentlich eher so, dass du irgendwas abschneiden musst. Aber wenn dem so ist, dann ist es ja einfach. Ja komm, da brauche ich mir ja keine großen Gedanken zu machen. So. Müsste eigentlich ausreichen vom Druck her. Ja, es reicht. Das zieht runter. Das ist gut. So, das hier müssen wir durchschneiden.
von runter mit dem Kran. Sehr schön. Salvage secured. Account credit applied. Da unten eigentlich. Keine Ahnung. Achso, stimmt. Das war ja eben diese wie Antenne. Ja, wenn dem so ist, dann machen wir es mal so. Und so. Das erste und das zweite. Ja. Haben wir schon mal etwas aus dem Nacken und... Oh, großer Gott. Ist das ein Tank? Ja, es ist ein Tank. Oh Gott. Ja, da werden wir nicht mit dem Laser rumarbeiten, das steht mal fest. Salvage deposit accepted. Ist das hier über eine Sonderhalterung befestigt? Oh ja, das ist es auch. Oh mein Gott. Ja, es ist exakt damit verschweißt. 100 Pro. Aber wartet mal, wir haben Möglichkeiten, die Halterung zu entfernen. Müssen ein bisschen anders da arbeiten. Oh, mir geht die Muffe. Mir geht die scheiß Muffe, ey. Okay. Okay. Puh. Mann. Scheiß, die waren dann. Okay, wir machen es doch lieber so. So. Woraus besteht die Halterung? Metallplatte. Oh, na. Will da einer nicht runter, hm? Ja, okay. Nochmal. Da will jemand nicht richtig runter. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Oder? Ne, geht immer noch nicht. Das ist ganz schön heikel hier. Salvage secured. Credits deposited. Ich hab halt Schiss, dass wenn ich... Oh mein Gott. Ich glaube, das machen wir lieber zuletzt. Irgendwie habe ich Schiss. Hä? Ach so, ich brauche das gar nicht in den Ofen zu schmeißen. Okay, der schwierigste Aspekt kommt jetzt gleich. Am besten trennen wir hier. Ja, am besten trennen wir hier vorsichtig ab. Ganz vorsichtig. So, eins. Weil der schwierige Faktor, der liegt dahinter und... Ich habe keinen Bock auf eine dicke, fette Explosion. So. War da noch was? Nee, okay. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Frage ist nur wie. Mal sehen, ob wir irgendwie so einen Lukeneinstieg finden. Diese Art von Raumschiff habe ich noch nie gesehen, Leute. Das Ding kenne ich nicht. Keine Ahnung. Okay, ja, wir haben eine Luke. Aber ich wette mit euch, der Druck, der da drin existiert, ist sehr hoch. Also... Ja. Okay, warte mal. Salvage secured. Mal das weg. Account credit applied. So, durchtrennen wir das. Machen wir es ein bisschen. Erstmal so die groben Sachen entfernen wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ne? So. Weil ich habe so das Gefühl, dass es Ding hier uns in den Wahnsinn treibt. Oh, wartet mal. Ah, das ist natürlich gut. Das ist so ein Triebwerk. Die kenne ich schon. In- und auswendig. Oh.
Nein, 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 tu mir den Gefallen und mach das nicht, was du da machen willst. Wo ist das Teil jetzt? Wo ist jetzt die Luke hingeflogen? Da. Ho, 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 ho. Okay, Leute. Ich habe jetzt schon gedacht, scheiße, der Druck zerfetzt alles. Okay. Ja, schon mal etwas Neues gelernt über das Salty Board. Niemals den Arsch aufmachen. Niemals hinten aufmachen. Kann ich das Ding bewegen? Nein. Oh, das sieht da drin aber auch sehr kompliziert aus, muss ich persönlich sagen. Okay, das ist über eine spezielle Halterung befestigt. Aber immerhin, der Druck ist draußen. Ich würde mal behaupten, wir könnten jetzt uns hier durchschlitzen. Frage ist nur... Ja. Jetzt heißt es beten. Okay, okay, da herrscht ja genauso ein Druck. Warum ist in zwei Behältern, in denselben Behälter so ein enormer Druck? Warum herrscht da so ein Extremdruck drin? Nehmen die Teile jetzt hin, die verdammten. So, wo... das Teil jetzt hier? Ist das ein Stück von der Tür? Ah, die ist verschwunden, die Bus. Da komme ich nicht mehr hinterher. Egal. Noch ist nichts explodiert. Es ist... Ja, Druckthematik ist natürlich echt übel. Aber im Prinzip ist noch nichts Schlimmes passiert. Wir gehen da jetzt rein. Okay. Salvage destroyed. Please avoid damaging valuables. Wie viel? Oh, das war ein Atmosphärenwandler. Okay, 48.000. Naja, komm, das geht. Das geht noch. Das ist im Vergleich zu dem, was hier drin ist, noch voll in Ordnung. Was soll das darstellen? Verkleidung. Also, passiert nichts, ne? Okay. Wow, was ist das hier? Das hier ist aus... Gott. Ich wollte schon durchschneiden. Ich habe jetzt gerade gedacht, komm, das ist Aluminium. Da schneidest du jetzt durch. Ja, gute Idee. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich werde wahnsinnig. Was zum Fuck ist das? Irgendein Kanister ist das. Oh, was mache ich denn da für dumme Sachen? Ich weiß nicht, was das ist, was ich da aufhebe, aber ich kann es aufheben. Ach, das ist das Kühlmittel. Ach, guck mal einer. Ich habe das Kühlmittel abgetrennt. Warte mal. Ich glaube, das war eine ganz blöde Idee. Obwohl, das Schiff ist ja nicht an. Das Schiff ist nicht an. Und wenn etwas nicht an ist, dann kann nichts passieren. Hoffen wir es mal. Okay, was liegt dahinter? Okay, das... Okay, oh Mann, ey, ich bin hier ganz schön nervös. Alles kann eins umbringen. Hä? Achso, da komme ich nicht dran. Okay, ich habe jetzt das entsprechende entfernt. Kann ich das jetzt... Nein, kann ich nicht. Was ist das für ein Teil? Kann ich auch nicht. Okay. Warte mal, wir machen mal Licht an, dann sehe ich ein bisschen besser. Okay.
Okay. ECU. Was auch immer eine ECU ist. Puh, okay. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Eieieiei, das macht mich echt wahnsinnig, was hier ist. Ja, ach, wisst ihr was? Ich soll ja nur ganz bestimmtes Gut bergen. Ich nehme jetzt... Hä? So. Ja, komm, scheiß jetzt drauf, ne? Jetzt drauf scheißen, weil ich brauche die Teile da drin. So. Raw material processed. Credits deposited. Ja, da war noch was. Dann machen wir das hier auch noch schnell weg. Da schneiden wir mal kurz hier die Ecke auf. Und machen das da unten hin. Caution. Tether supplies running low. Dem hier ebenfalls. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es dafür, dass der Reaktor explodiert. Ich habe diese Art Schiff noch nie gesehen. Das ist ja das Schlimme. Ah, ich weiß nicht. Vor allem das hier macht mich auch noch nervös, Leute. Das Problem ist, den Tank zu entsorgen. Wir müssen irgendwie diesen Tank lockern. Und das heißt, wir müssen die Schnittpunkte aufmachen. Das wird nicht einfach hier, das Ding zu lockern. Schaut euch das doch mal an, wie kompliziert das ist. Das ist der Treibstofftank, ey. Außer wir schaffen es hier irgendwie was wegzuschneiden. Erstmal schneide ich das hier durch. Weil ich glaube, wir können es schaffen, irgendwie das hier zu lockern. So. Also weit so gut. Ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Das da entfernen. Oh Gott. Ich glaube, es wäre doch besser, wenn ich diesen Querschneider nehme. Ja, das bringt mehr. So. So. Ja, das ist jetzt das Problem. Da ist Treibstoff drin in den Scheißdingern. Okay. Warte mal, ist hier irgendwo noch eine besondere... Nee, da ist keine Sonderleitung dazwischen. Dann tue ich nämlich ab da... Sehr schön, dann bin ich das schon mal los. Vielleicht kann ich hier irgendwie was groß entfernen. So. Einmal. Zweimal. Ja, das ist jetzt der sogenannte Training hier von den Prüfer. Der will sehen, wie das ist. Und wenn ich jetzt Scheiße bauen sollte, Leute, was ist passiert? Ich glaube, dann ist das ganze Spiel vorbei. So. Ha. Was jetzt? Die Dinger hier entfernen? Okay. Ha. Hm, ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Ich schneide mal hier. Ich glaube, ich kann es bewegen. Nein, ich kann es nicht bewegen. Scheiße. Nee, das Ding ist zu sehr verankert. Hm, aber wie ist das verankert? Vielleicht sollte ich... Ah, nee, das ist über Dings zu. Das ist auch... Das ist alles Carbon. Okay, der zeigt mir an, was... Metallgerüst Titan. Ein hochgradiges, verstärktes Stütz... Schnittlevel 3.
Also, wenn das stimmt, was er mir erzählen will, kann ich hier schneiden. Treibstoffleitung. Aber wenn ich da schneide, dann explodiert die ganze Scheiße. Okay, vergessen wir erstmal die Gondeln. Wir müssen uns irgendwie darauf konzentrieren, alles hier irgendwie ein bisschen wegzumachen. Ja, so. Muss das bewegen? Schön wär's. Ich muss irgendwie den Reaktor da hinten rauskriegen. Wenn ich den schon mal draußen hab, Leute, dann, ja. Aber das ist das Problem. Ich muss erst mal da hinten reinkommen. Und so wie ich das vorhin gesehen habe, ist das Durchschneiden eine sehr gefährliche und delikate Weise. Aber warte mal. Das wäre möglich. Okay. Leider nicht die Reichweite. Ha! Da! Es öffnet sich was. Da hat sich was geöffnet, das ist gut. Genau das, was ich brauche. Perfekt. Na also, ich wusste doch, irgendwie löse ich das Problem. So. Ja. Processing valuable object. Credit awarded. Und erstmal das weg. Oh, guck mal, inzwischen bin da. So, dann machen wir es uns ein bisschen einfacher hier. So, jetzt bin ich wenigstens drinne und kann hier die ganzen Verbindungen mal lösen. Ja, so kommt das gut. So. Das Ding da auch noch. So. Ja, das löst doch ein bisschen. Ein paar kleine Probleme sind doch schon mal gelöst. Und ich habe schon die Befürchtung gehabt, das Ding explodiert mir. Aber habe ich doch ein bisschen zu viel Panik mir geschoben. Object accepted for processing. Oh. Credits deposited. Salvage deposit accepted. Hier drin Credits aus? Transferred. Okay. Dann mach das da weg. Sehr schön. Na, geht doch. So. Überblick verloren. So, sehr schön. Das auch weg. Ist doch einfacher als ich dachte. Ich kann die Außenverkleidung stellen. Valuable object processed. Credits awarded. Und dann okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das habt ihr echt nicht gesehen. Da habe ich jetzt gerade für 2 Sekunden nicht nachgedacht. Weil ich gerade so stolz drauf bin, wie gut es ist. Von dem Laser zerstört wird, ist ein absolutes Wunder. Also jetzt mal ehrlich. Das ist mal lucky. Secured. Credits deposited. Sieht aber ziemlich gut aus gerade. So, das heißt, wir könnten hier zum Beispiel unten auch noch abmachen. Sehr schön. Funktioniert doch. Hinten. Oh, jetzt wird es ein bisschen heikel. Aber geht. Boah. So. Mache ich mir dann hubbler Gedanken, wie das funktioniert. Sehr schön. Das funktioniert zumindest. Sehr gut. So. So.
dennoch durchschleppen. Jo, geht doch. Boah, ich muss gerade einen Überblick kriegen. Warning, no tethers remaining. Was? Oh, wir haben einen Verbinder mehr. Dann holen wir uns mal Verbinder nach, Leute. Dann holen wir uns mal ein paar Verbinder nach. Also ich muss sagen, ich bin doch recht ich bin doch jetzt etwas überrascht, dass das doch ein bisschen einfacher geht. Ich habe jetzt eben schon gedacht, oh Gott, das ist das wird die absolute Hölle. Aber es ist doch gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Oh, mir fehlt eine gewisse Anzeige. Welcome to Vendetron 9000. Thank you for your purchase. Tethers restored. Mir wird nicht angezeigt, wie viel Dings ich habe. Dafür muss ich leider jetzt mehr verkaufen von den Reparatursets. Have a nice day. Genau. Ja, naja. Sieht ganz gut aus. Ach, was habe ich beim letzten Mal gesagt? Das Beste, was man entfernt, ist immer zuerst die Antenne. Ja, diesmal habe ich nicht dran gedacht. Ich wollte einfach nur schon mal, ja. Allerdings gehe ich davon aus, dass ich den Treibstofftank in die Luft jage. Obwohl, beim Tankerschiff habe ich es auch hingekriegt. Aber da war das mit dem, ja, mit dem ganzen Gitter und hast du nicht gesehen, da war das da gar nicht so kompliziert, wie es jetzt gerade ist. Ja, naja. Ach, guck mal, wo das Cockpit ist. Das ist ja easy. Da werde ich dann reingehen, weil das ist so seitlich hier verbunden und alles dann noch und so. Apropos seitlich verbunden, kann man das hier trennen? Das ist schön. Ja, wir können es trennen. Das ist eine gute Eigenschaft. Dann könnte ich das einfach wegtun, um zu verhindern, dass irgendwas Schlimmes passiert. Alle vier durch? Alle vier durch. Sehr schön. So, den haben wir durch. Oh. Was ist das denn? Sieht so aus, als hätten wir jetzt dafür gesorgt, dass der Treibstoff wohl nicht vorhanden ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist jetzt mal so. Oh. Das war jetzt ein bisschen heikel. Das hätte jetzt. Oh Gott. Ja. Ich sehe schon. Okay. Auch getrennt. Das ist ein bisschen zu risikoreich. Hier mache ich das so. Genau. So. Ich würde sagen, der Treibstofftank ist fast komplett abgetrennt von dem eigentlichen Gittersystem. Ja. Dann kann ich da nachher ein bisschen besser dran arbeiten. So, jetzt eine Sache werde ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Ich werde jetzt noch versuchen, den Reaktor richtig gut zu bergen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Cut. Oder besser gesagt, machen wir dann erstmal kurz Schluss. Aber keine Sorge, das nächste Video kommt gleich danach. Also nicht an. Okay. Nicht gleich an diesen einen Tag, aber ein, zwei Tage danach. Das steht fest. Ja, vielleicht kriege ich hier noch eine andere Seitenbereich geöffnet. Das muss hier irgendwo ein Verbinder noch vorhanden sein. Oder kann sich das schon bewegen? Nee, das kann sich nicht bewegen. So. Oh, das hat komische Geräusche von sich gegeben. Das macht mich nervös. Okay, sofern, so gut. Der ist auch locker.
gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ich glaube, wir können den zweiten da reinmachen. Jupp, sieht auch gut aus. Was mit dem hier? Können wir das da auch reinmachen oder? Object accepted for processing. Credits deposited. Okay, das geht noch nicht. Aber den könnten wir da rein tun, oder? Ja. Wunderbärchen, wunderbar, funktioniert doch. Okay. Jetzt kommt der große Akt, Leute. Ah, guck mal da unten. Da ist noch ein Verbinder. Und da ist einer von den Hauptdingen. Ja, deshalb konnte ich das Ding jetzt auch nicht entfernen. So. Jetzt geht's. Ja, wunderbar. Das ist gut. Es geht doch. Salvage secured. Credits deposited. Die Leitung nicht ankratzen. Nicht. Oh, verfluchte Scheiße. Was ist da? Oh, ich sehe den Fehler. Okay. Das Ding erstmal ein bisschen runter machen. Klein bisschen runter. Langsam. Nerven, hart wie Stahl. Am Arsch die Waldfee. So. Und jetzt können wir das Ding da rein befördern. Ich glaube, es wird klappen. Ich glaube, es wird funktionieren. Ja, jetzt geht's so langsam. Auch wenn die Kühlflüssigkeit da jetzt raus ist und alles, traue ich dem Ganzen noch zu, dass da was passiert. Na komm, nicht festhaken. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Es sieht schon danach aus, als würde sich das gleich da festsetzen. Das Risiko ist sehr groß, was dessen angeht. Komm schon. So geht das. So, jetzt kommt der absolute Scheißdreck. Jetzt kommt der absolute Mist, würde ich mal behaupten. Wir müssen hier das Ding da irgendwie abtrennen. Ich hoffe, da ist jetzt nichts mehr drin. Oh Gott, das macht mich nervöser als jetzt schon zuvor. Object accepted for processing. Credits deposited. Ach ja. Oh, was ist mit dem hier? Der kann doch auch schon weg. Okay, Stück für Stück abschälen, würde ich mal behaupten. Oh Mann, da ist das Todesmonster. Na gut. Also, wir wissen ja, wie das jetzt verläuft. Schnell machen, bevor es eine Kernschmelz gibt. Nice job, Cutter. Bought yourself some extra time with the reactor there. Yo. Hätte mal das Maul gehalten. Ich bin tot. Scheiße. Kopierersatzmitteilung. Gültigkeit. Grund für Ersatz. Du hast es nicht geschafft, deinen Arbeitsauftrag zu erfüllen.
Schau dir die Trainingsrichtlinie nochmal an. Ja. Nicht zurückgegebene Ausrüstung wird deinen nächsten Verwandten in Rechnung gestellt. Alter. Okay, Leute, ich bin tot. Scheiße. Der hat sofort angefangen zu explodieren, der scheiß Reaktor. Da ist dann natürlich die Frage, wie soll man den entfernen? Es gibt ja keinen Ratschlag. Okay. Welcome back, Cutter. Nice work on removing the coolant from the ECU, but gotta release those thrusters to get the control meltdown. Alright. Ja, Leute. Give her another go. Alles war umsonst. Find him toward the back of the ship. Alles war umsonst. Tja. Scheiße. Na gut. Dann werde ich die groben Sachen schon mal jetzt gleich machen. Und beim nächsten Video seht ihr dann, wie ich dann versuche mit peniblen Anleitungen, weiß der Teufel, hier gibt es ja keine Anleitung, diesen Reaktor zu entfernen. Ich schalte dann wieder ein, wenn ich dann hier beim Reaktor angelangt bin. Ne? Ich hasse diesen Scheiß. Ich hätte gerne ein anderes Schiff. Na gut. Ja. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, ne, könnt ihr mal ein Like oder ein Abo da lassen. Und ansonsten viel Spaß selbst hier beim Zocken. Wenn ihr einen Ratschlag habt, wie man diesen Reaktor 2 da von diesem peniblen System abziehen kann, dann schreibt es in die Kommis rein. Scheiß die Wand an, ey. Boah, das ist, ja, verflucht. Immerhin haben wir schon mal die Kühlflüssigkeit rausgekriegt. Wir haben dafür gesorgt, ja, ach, ich weiß, glaub, was der Fehler war. Nee, der Reaktor hat sofort explodiert. Also, wir müssen irgendwie die Schubdüsen vom Reaktor trennen. Es gibt keinen Ratschlag. Man kann sich ja keinen Tipp da holen. Das ist absolute Scheiße. Mist. Ja gut, ich lasse mir was einfallen. Na gut. Dann, wie gesagt, euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.